Es gibt Geheimnisse und Verschwörungen, die das Weltbild der Menschen auf den Kopf stellen können, wenn sie erfahren, was für ein Ziel hinter den Kulissen der Macht verfolgt wird. Unter dem Deckmantel der Globalisierung versucht man, die Nationalstaaten abzuschaffen, um sie schließlich in einer Weltregierung zu vereinen. Die Europäische Union gilt als Vorläufer dieses Planes, daher wird man auch alles daran setzen, dass der Euro bleibt, um die sogenannten Vereinigten Staaten von Europa zu installieren. Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, beschreibt in seinem Buch Propaganda: Eine kleine Gruppe von Menschen, von denen wir noch nie gehört haben, regiert uns, bildet unsere Meinung, formt unseren Geschmack und suggeriert uns unsere Ideen. Diese kleine Gruppe zieht die Fäden der öffentlichen Meinung, kontrolliert so die offizielle Regierung und plant die Zukunft. Diese kleine Gruppe, die sich als Elite der Welt betrachtet, kontrolliert nicht nur die Politik, sondern zum Beispiel auch die Medien, die dazu missbraucht werden, die Menschen in Trance zu halten, damit sie glauben, sie würden die Wahrheit erfahren, während sie jedoch nur getäuscht und unterhalten werden. Diejenigen, die gegen den Strom schwimmen und Dinge hinterfragen, werden dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, damit es so aussieht, als würde man nur von Theorien sprechen, die keinem Faktencheck standhalten könnten. So warnte George W. Bush im November 2001 vor den Vereinten Nationen: Lasst uns niemals abscheuliche Verschwörungstheorien betreffend den 11. September akzeptieren. Arglistige Lügen, die bestrebt sind, die Schuld von den Terroristen abzuwälzen, weg von den Schuldigen. Der gleiche Präsident warnte ebenfalls davor, dass alle, die nicht für die USA sein würden, gegen die USA sind. Durch eine solche Aussage werden nicht nur andere Länder angesprochen, sondern natürlich auch die eigene Bevölkerung. Aufgrund der dramatischen Fernsehbilder vom Einsturz der Twin Towers, die andauernd wiederholt worden sind, hat man schließlich das Volk für die Politik des Präsidenten Bush gewinnen können. Der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Mike Nichols schrieb 1999 in Nation und Europa: Eine Handvoll Menschen kontrolliert die Medien der Welt. Heute gibt es nur eine Meinung, die zu formen 4, 5 Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung. Kriege zu führen, um Frieden zu bringen, macht genauso viel Sinn wie Feuer mit Benzin zu löschen. Doch wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie schließlich geglaubt und somit zur allgemeinen Wahrheit erklärt. Welcher Soldat würde schon in einen Krieg ziehen wollen, wenn er wüsste, dass er nur ein Schachbauer bzw. Kanonenfutter ist? Welcher Moslem würde in Osama bin Laden noch einen Helden sehen, wenn er wüsste, wer ihn aufgebaut hat? Dietmar Bartsch, der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, sagte im November 2011 in der Fernsehsendung Klipp und Klar: Al-Qaida und die Taliban sind vom amerikanischen Geheimdienst aufgebaut und gefördert worden. Bin Laden hatte ein Büro, das von der CIA finanziert worden ist. Nach dieser Aussage hat das Publikum Dietmar Bartsch nicht etwa ausgelacht, sondern reagierte mit tosendem Applaus. Es geht in der amerikanischen Außenpolitik nicht darum, Frieden zu bringen, sondern um die Kontrolle der USA auszubauen, indem man nicht nur die Medien, sondern auch andere entscheidende Bereiche kontrolliert, wie Henry Kissinger selbst zugibt. Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Hat man die Kontrolle über das Erdöl, so hat man die Kontrolle über die Nation. Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Der Spruch „Geld regiert die Welt“ ist nicht nur sehr bekannt, sondern entspricht auch der Wahrheit. Wer ist es also, der die Welt in Wirklichkeit kontrolliert? Die laut Forbes 691 Reichsten haben zusammen ein sichtbares Vermögen von ca. 2.200 Milliarden Dollar. Das unsichtbare Vermögen der Familie Rothschild wird auf ca. 100.000 Milliarden geschätzt. Der Begründer der Rothschild-Dynastie war Meyer Amschel Bauer. Er ließ sich in Frankfurt nieder, eröffnete ein Geschäft für Münzhandel, Geldwechsel, Goldschmiedekunst und änderte seinen Namen schließlich von Bauer zu Rothschild. So war das Papiergeld eigentlich nur ein Beleg für das Gold, das beim Goldschmied hinterlegt worden ist. Dies war natürlich viel praktischer, als immer die schweren Münzen mit sich zu schleppen. Doch dieses System hat man betrogen, indem man mehr Geld drucken konnte, als man im Gegenwert an Gold zur Verfügung hatte. Deswegen sagte Meyer Amschel Rothschild auch: Mir ist egal, welche Marionette auf dem Thron von England für die Verwaltung eines Imperiums sitzt, wo die Sonne nie untergeht. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, steuert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten die Rothschilds Europas Bankgeschäfte und wurden damals bereits zu einer der reichsten Familien der Welt. Meyer Amschel Rothschild ließ sich in Frankfurt nieder
und seine Brüder wurden beauftragt, in Wien, Neapel, Paris und London Zweigstellen zu errichten. Die City of London war und ist bis heute der Hauptsitz des Hauses Rothschild und eines der Hauptzentren des globalen Finanzwesens. Benjamin Disraeli, der ehemalige Premierminister von Britannien, beschreibt die Rothschild-Familie in einem seiner Bücher so: Nathan und seine Brüder waren die Herren und Meister des Geldmarktes der Welt und natürlich deswegen auch Herr und Meister über alles andere. Aus diesem Grunde wusste der damalige Premierminister, dass die wahren Machthaber hinter den Kulissen zu finden sind und wir nur deren Marionetten wählen. So war er ebenfalls der Meinung: Die Welt wird von gänzlich anderen Personen regiert, als man sich das denkt, wenn man sich nicht hinter den Kulissen befindet. Der Jesuit Adam Weishaupt wurde schließlich dazu beauftragt, den Orden der Illuminaten zu gründen. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist das Symbol der Illuminaten, das wir auf jeder amerikanischen 1-Dollar-Note wiederfinden. 1776 wurde nicht nur die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben, sondern es war zugleich auch der Geburtstag der Illuminaten. Deswegen befindet sich dieses Symbol mit dem Geburtsdatum auf dem 1-Dollar-Schein ebenso wie das Ziel Novus Ordo Seclorum, eine neue Weltordnung. Das Ziel der Illuminaten, die neue Weltordnung, ist mit dem heutigen Ziel der globalen Elite identisch, denn die neue Weltordnung ist nur das Codewort für die Weltregierung. Die folgenden Zitate machen deutlich, dass die Weltregierung im Unsichtbaren schon lange existiert und nun offiziell aufgebaut werden soll. Napoleon sagte bereits: Es wird ein Europa sein, es wird eine Sprache sein, es wird eine Währung sein, es wird eine Regierung für ganz Europa sein. Michail Gorbatschow: Wir bewegen uns auf eine neue Weltordnung zu, wir dürfen diesen Pfad niemals verlassen. George Bush: Aus diesen turbulenten Zeiten heraus kann eine neue Weltordnung unter der Ägide der Vereinten Nationen entstehen, so wie es ihre Gründer einst realisieren wollten. David Rockefeller: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Und Angela Merkel bestätigte 2009: Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Was die Parteien allerdings nicht wollen, ist es uns zu fragen, was wir wollen. Hätte man eine Volksabstimmung in Deutschland durchgeführt, bevor man den Euro installierte, dann würden wir heute immer noch mit der D-Mark bezahlen. Doch wir werden nicht gefragt, weil wir nur als Konsumenten betrachtet werden. Wir konsumieren Nahrung, die ungesund ist, Informationen, die gelogen sind und Medikamente, deren Nebenwirkungen schon viele Menschen das Leben gekostet hat. Bill Clinton schrieb in US Today von 1993: Wir sollten uns nicht immer so sehr auf unseren Wunsch fixieren, die Rechte des amerikanischen Durchschnittsbürgers zu schützen. Doch nach welchen Kriterien wird dieser sogenannte Durchschnittsbürger gemessen? Nach den Noten in der Schule? Nach dem Kontostand auf der Bank? Wer sich anmaßt, darüber zu urteilen, wer ein Durchschnittsbürger ist und wer nicht, der kann nun in einer Durchschnittsdemokratie zum Präsidenten gewählt werden. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte in einer Diskussion mit Helmut Schmidt, das von dem Kanal Phoenix übertragen wurde, folgendes: Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance, weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Das klingt ganz nach der Krise, die David Rockefeller beschrieben hat, durch die eine Weltregierung leichter umzusetzen ist, als in Zeiten, wo keiner dafür eine Notwendigkeit sieht. Um ein solches Projekt wie eine Weltregierung durchführen zu können, muss man über ein internationales Netzwerk verfügen, das nicht nur aus einflussreichen Familien, sondern auch aus diversen Logen und Geheimgesellschaften besteht. Dazu gehören unter anderem die Bilderberger, Skull and Bones und die Freimaurer. Jedes Jahr findet eines der sogenannten Bilderberg-Konferenzen statt, über die Helmut Schmidt sagte, es sei eine wunderbare Einrichtung. Erstaunlicherweise berichtete 2011 auch die Bild-Zeitung über diese Konferenz, an der Per Steinbrück der wahrscheinliche Kanzlerkandidat der SPD anwesend war. Hier läuft die Tagung der mächtigsten inoffiziellen Eliteorganisation der Welt, die Bilderberg-Konferenz, auf die Gästeliste der geheimen Weltregierung von 120 einflussreichen Menschen aus Politik, Wirtschaft und Adel kommt nur, wer reich, mächtig oder am besten beides ist. Teilnehmer dieses Jahr sind unter anderem Deutsche Bankchef Josef Ackermann, Ex-Außenminister Henry Kissinger,
Milliardenbankier David Rockefeller, Königin Sophia von Spanien. Am Sonntag fliegt die Elite wieder aus, was sie besprochen hat, erfährt die Welt offiziell nie, sie spürt es nur. Andere Teilnehmer waren in früheren Jahren unter anderem Bill Clinton, Barack Obama, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Guido Westerwelle und der französische Präsident François Hollande. Im Jahr 2012 war unter anderem Jürgen Trittin von den Grünen, wiederum Ex-Bankchef Josef Ackermann und der ehemalige Ministerpräsident von Hessen Roland Koch anwesend. Der aktuelle Vorsitzende der Bilderberg-Gruppe ist laut Finanzexperte Dick Müller der italienische Ministerpräsident Monti. Es wird zwar immer wieder behauptet, dass man bei diesen Konferenzen sich nur austauscht und keine Beschlüsse trifft, doch wenn man sich die Gästeliste der Bilderberge anschaut und deren Werdegang danach verfolgt, dann scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass das, was die Bilderberger besprechen, keine Konsequenzen hat. Franklin Delano Roosevelt, der 32. Präsident der Vereinigten Staaten, war der Meinung, in der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah, dann kann man sicher sein, dass es so geplant war. Eine andere Geheimgesellschaft mit dem Namen Skull and Bones finden wir an der Yale-Universität in einem Gebäude, das als Gruft bezeichnet wird. In dieser Studentenbewegung waren unter anderem George Herbert Walker Bush, sein Sohn George W. Bush und John Kerry. So standen sich bei der Wahl zum US-Präsidenten 2004 gleich zwei Mitglieder von Skull and Bones gegenüber, nach dem Motto, egal wer gewinnt, wir haben alles unter Kontrolle. Warum über diesen Orden nicht gesprochen werden darf, hat zwei Gründe. Erstens haben die Mitglieder geschworen zu schweigen und zweitens werden in dieser Gruft okkulte Rituale durchgeführt, über die man den Wählern lieber nichts erzählt. Circa 9 Monate vor dem 11. September 2001 sagte George W. Bush bei CNN, wäre dies eine Diktatur, so wäre alles erheblich einfacher, aber natürlich nur solange ich der Diktator bin. Alexandra Robbins hat ein kritisches Buch über den Skull and Bones Orden geschrieben, das in Amerika sogar ein Bestseller geworden ist. Sie erklärt, Skull and Bones ist Amerikas mächtigster Geheimbund. Skull and Bones hat unter seinen Mitgliedern Präsidenten, oberste Richter, CIA, Beamte, Regierungsmitglieder, Abgeordnete und Senatoren. Ohne Skull and Bones wäre so ein mittelmäßiger und inkompetenter Politiker wie George W. Bush niemals Präsident der USA geworden. Doch die Geheimgesellschaft, die meisten US-Präsidenten gestellt hat und weltweit auch am meisten Mitglieder hat, sind die Freimaurer. In diesen Logen werden ebenfalls okkulte Rituale durchgeführt, die mit den Ritualen der Hexerei identisch sind. Ex-Hexenmeister John Todd berichtet, die erste Ebene der Hexerei und die erste Ebene der Freimaurerei-Initiation sind identisch. Die Worte, die Handlungen, die Fesseln, die Augenbinde, der Angriff, alles, sogar das Gelöbnis der Geheimhaltung, sind exakt gleich. Bei den Freimaurern gibt es verschiedene Grade, die man erreichen kann, und mit jedem Grad, den man aufsteigt, wächst auch die, in Anführungsstrichen, Erkenntnis. Die höchste Stufe, die ein Freimaurer erreichen kann, ist der 33. Grad. Der 33-Grad-Freimaurer Albert Pike verfasste das Buch Morals and Dogma, das für die Hochgrad-Freimaurer eine Art Bibel darstellt und in dem beschrieben wird, dass die unteren Ränge absichtlich getäuscht werden. So heißt es in Morals and Dogma, den blauen Graden bringt man nur die Bedeutung einiger Symbole nahe. Man desorientiert sie absichtlich durch falsche Auslegungen. Die eigentliche Bedeutung reserviert man für die höchsten Grade. Sie lassen es damit bewenden, dass die Mitglieder der blauen Grade sich einbilden, die gesamte Freimaurerei erfasst zu haben. In einer Rede Albert Pikes vom 4. Juli 1889 an den 32. Grad des schottischen Ritus wird deutlich, was das große Geheimnis der hochrangigen Freimaurer ist. Es sind weniger die Symbole oder Rituale, sondern es ist die Gottheit, die diese Kreise verehren und anbeten. Die Religion der Freimaurer sollte von uns allen Eingeweihten höherer Grade in der Reinheit der luziferischen Lehre fortgeführt werden. Sie werden durch die Herabkunft der reinen Lehre Luzifers endlich das wahre Licht empfangen. Ja, Luzifer ist Gott. Wenn man die Hochgrad-Freimaurerei erreicht hat, dann bekommt man auch die Möglichkeit, ein sogenannter Schreiner zu werden. Diese müssen auf den Koran schwören und haben als Symbol ein Schwert mit einem Stern und einem Halbmond darunter. Der Okkultist Eliphas Levi stellte Satan bzw. diesen Baphometen folgendermaßen dar. Eine gehörnte Figur mit Flügeln, einem Stern und einer Fackel über dem Kopf und dessen Finger jeweils auf einen Halbmond zeigen. Wir werden später noch auf diese Symbole weiter eingehen.
Die offizielle italienische Freimaurerzeitschrift Rifiesta della Massione Italiana schreibt 1887 bereits: Die Freimaurerei betrachtet Satan den Großen als ihren wirklichen Chef. Die Freimaurer bezeichnen sich selbst als Steine, deren Kanten symbolisch durch Hammer und Meißel so lange abgeschlagen werden, bis sie ins Gesamtkunstwerk passen. Es ist daher auch kein Zufall, dass sich diese Statue, die mit einem Hammer auf einen Stein schlägt, in Frankfurt zu finden ist. Im Westend von Frankfurt am Main befindet sich außerdem der Messeturm, der bis 1997 mit 257 Metern das höchste Gebäude Europas war. Auf der Spitze dieses herausragenden Gebäudes befindet sich ebenfalls die Pyramide, das der Pyramide der Illuminaten zum Verwechseln ähnlich sieht. Und da ein solches Bauwerk natürlich sorgfältig geplant werden muss, haben sich die Baumeister auch etwas dabei gedacht. Diese Bullenstatue befindet sich nicht nur auf der Börse in Frankfurt, sondern auch auf der Wall Street in New York. Wir lesen bereits in der Bibel von dem goldenen Kalb, das viele Menschen mehr Beachtung und Anbetung schenkten als dem Gott, der sie zuvor aus Ägypten befreite. 2. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 4. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Doch diese luziferische Lehre gelang nicht nur in die Freimaurerei, welche durch die Illuminaten infiltriert worden sind, sondern auch in die esoterische Lehre der New Age-Bewegung. Das neue Zeitalter, das viele Esoteriker ja 2012 erwarten, ist nichts anderes als die neue Weltordnung, nur aus einer etwas religiöseren Sichtweise. Helena Blavatsky, im Jahre 1831 geboren, war Begründerin der Theosophie. Sie schreibt: Es ist Satan, welcher der Gott unseres Planeten ist. Und der einzige Gott. Luzifer ist göttliches und irdisches Licht, der Heilige Geist und Satan zur gleichen Zeit. John Todd berichtet, dass der Gott, der durch das allsehende Auge, auf dem ein Dollarschein dargestellt wird, ebenfalls Luzifer symbolisiert. Die Illuminaten sind die okkulte Organisation, zu der wir gehörten. Es bedeutet die Lichtträger. Aber der Schlussstein darüber, das Auge, ist Luzifer. Das Dreieck, der Schlussstein, ist das Tribunal der Rothschild-Familie, die als heilige Familie bezeichnet wird. Sie führen die Illuminaten. Im Laufe der letzten Jahrhunderte sind immer mehr Geheimgesellschaften, Logen und Religionen entstanden, die bewusst oder unbewusst die Lehre der Bibel durch Götzendienst und Rituale ersetzt haben. Dadurch, dass man so eine große Auswahl an Religionen und Philosophien hat, scheinen daher einige auf der Suche nach der Wahrheit überfordert zu sein. Im Buch Die Götterfabrikanten heißt es: Die Freimaurerei hat die antitheistische Philosophie der Geheimreligionen übernommen, die das, was die Bibel lehrt, verdrehen und somit Luzifer zu Gott und Gott zu Satan machen. Weil ja die Rothschilds jüdische Wurzeln haben, wird von vielen irrtümlicherweise behauptet, dass es sich ja dann um eine jüdische Weltverschwörung handelt. Doch das ist nicht der Fall. Juden glauben nicht an Luzifer, sondern an Yahweh.
Es kommt nicht darauf an, welcher Name oder welche Religion auf dem Ausweis steht, sondern was man in seinem Herzen glaubt und welche Taten daraus folgen. John Todd sagte über das Vorurteil, dass wir es mit einer jüdischen Weltverschwörung zu tun haben, Folgendes: Das System ist so. Genau die Bücher, die behaupten, dass die Illuminaten eine jüdische Organisation sind, behaupten auch, dass die Illuminaten eine luziferische Organisation sind. Man kann nicht beides haben. Ein wahrer Jude glaubt an Yahweh, eine Person in den Illuminaten glaubt an Luzifer. Warum ist es diesen Organisationen so wichtig, ausgerechnet die Bibel zu verdrehen? Ex-Satanist Roger Manot machte in einem Interview deutlich: Die einen glauben an Gott und die anderen glauben an Luzifer. Es ist wie in der Politik. Diejenigen, die an Gott glauben, wissen, dass das, was diese Kreise im Geheimen tun, nicht erlaubt ist. Viele predigen Moral und Anstand, denn mit einem guten Image verdeckt man seine eigentlichen Ziele natürlich viel leichter, als wenn man mit offenen Karten spielt. Doch was sagt eigentlich die Bibel über solche Versammlungen? Wehe denen, die ihren Plan tief vor dem Herrn verbergen und ihr Werk im Finstern tun, so dass sie sprechen: Wer sieht uns und wer weiß von uns? Er ist es auch, der tiefe und verborgene Dinge enthüllt. Er weiß, was im Dunkeln geschieht, denn bei ihm wohnt das Licht. Denn meine Augen sehen alle ihre Wege, sie können sich vor mir nicht verstecken, und ihre Schuld ist vor meinen Augen nicht verborgen. Alle diese Geheimgesellschaften haben das gleiche Ziel vor Augen, doch nicht jedes Mitglied erkennt das Ziel und vor allem den angeblichen Gott, den diese Kreise verehren. Viele, die sich Aufklärung erhofften, sind absichtlich getäuscht und verführt worden. Es gab aber auch einen anderen Präsidenten in den USA, der sich dieser Verschwörung in den Weg stellte und damit mit seinem Leben bezahlen musste. Es sollte eine Warnung für jeden weiteren Präsidenten sein, der nicht mit den elitären Organisationen kooperiert. Es war das Jahr 1963 und das waren die Worte von John F. Kennedy. Das Wort Geheimhaltung ist abstoßend in einer freien und offenen Gesellschaft und wir als ein Volk sind von Geburt und historisch gegen geheime Gesellschaften, gegen geheime Schwüre und geheime Vorgehensweisen. Denn uns gegenüber steht auf der ganzen Welt eine monotheistische und gewissenlose Verschwörung, die sich vornehmlich auf verdeckte Mittel verlässt, um ihr Einflussgebiet auszuweiten. Auf Infiltration statt Invasion, auf Subversion statt Wahlen, auf Einschüchterungen statt freie Entscheidung. Ein System, das breite menschliche und materielle Ressourcen eingezogen hat, um ein dichtes Netz, eine hocheffiziente Maschinerie aufzubauen. Das militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche und politische Operationen vereint. Ich bitte Sie um Mithilfe bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren. Zuversichtlich, dass mit Ihrer Hilfe der Mensch wieder sein kann, wozu er geboren wurde. Frei und unabhängig.